Moin, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Alice 17. Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map, Version 1.8, ohne Gräben. Wir sind dabei. Und verkaufen Sachen. Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Wir verkaufen hier Sachen. Beziehungsweise wir wollen Sachen verkaufen. Und zwar haben wir hier Wurst und Fleisch. Muss ich nur mal eben gucken, wo ich das am besten loswerde. Wurst bei Edeka zu einem mega schlechten Preis. Fleisch bei Lidl. Ja, nützt aber ja nichts. Ich habe gesagt, ich will nicht so viel einlagern. Und Kohle können wir auch gebrauchen. Also fahren wir. Wurst bei Edeka, Fleisch bei Lidl. So rum war es, ne? Ja. Ist natürlich Quatsch. Wird ja zu Edeka. Erstmal bin ich natürlich vollkommen falsch gefahren. Ja, ist mir klar. Ah, jetzt habe ich mich hier mit meinem Kabel von meinem Headset im Lenkrad verheddert. Wie doof. Zu Lidl. Ne, wie ihr seht, wir sind im Moment voll im Verkaufsrausch und im Produktionsrausch. Einfach weg mit dem Zeugs. Ne, das alles raus, was keine Miete zahlt, sozusagen. Und auch das weg. So, wir fahren dann gleich nochmal eben, wo wir schon mal hier sind. Fahre ich zur Brauerei. Weil da habe ich auch noch was. So. Und das Geld läuft und läuft und läuft und läuft. Sehr schön. Da geht's auch weiter beim Zentrallager leerräumen. Denn da aus? Oh, davon ist ja auch schon so teilweise wieder so voll. Muss ich gleich auch mal gucken, was da denn noch ist. Oder habe ich das Bier schon abgeholt, was hier noch lag? Ach, das habe ich schon abgeholt. Asche auf mein Haupt, habe ich auch nicht dran gedacht. Klar, das habe ich ja schon abgeholt. Das habe ich ja Dienstag oder so schon abgeholt und verkauft. Mist. Nein, nicht Mist, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so, dass wir deshalb dann gleich pleite sind.
Wo fehlt es denn hier an was? Was wird denn hier nicht mehr produziert? Quark fehlt hier. Hier ist alles da und hier fehlt Mehl. Okay, ja, kümmern wir uns drum, aber jetzt nicht. Kümmern wir uns erstmal hier rum. Wie viele Viecher sind da jetzt eigentlich noch? 30. 40 passen da rein. Dann haben wir aber auch über 200 Rinder hier schon weggeholt. Krass. Ja, den fahre ich dann auch nicht mehr um. Da fahre ich dann einfach mit 30 Rindern rüber. Und bei dem muss ich dann mir gleich einfach nur merken, dass ich zum ersten Rinderstall fahre. Da sind ja auch noch fast 300 Rinder drin. So, und leer. Und weiterfahren. So. Ich hole mal ein bisschen Mehl. Geht aber schneller, wenn ich da ohne Anhänger eben schnell hinfahre. Und da müssen wir hier dann auch nach der nächsten Ernte. Guck mal, jetzt haben wir schon 1 Million eingenommen mit unserem bisschen Fleisch und bisschen Wurst. Das ist doch schon nicht so schlecht. So, was ich auch unbedingt machen muss, ist Diesel verteilen. Der Axion hat auch die Aufgabe erledigt. Sehr schön. Kümmere ich mich gleich drum. Ich würde jetzt mal eben ein bisschen Quark holen hier für die Kuchenproduktion. Und so. Das genau genommen muss ich da gleich erstmal gucken, was ich denn überhaupt brauche. So, was war das? Quarksahne. Butter. Quark, Sahne und Butter. Thank you.
Auto. Nein. Ja, ich weiß. Butter. 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 Ich habe hier schon wieder ein Problem, dass ich hier schon wieder nicht richtig navigieren kann. Und das mein Lenkrad hier wieder bei dem nicht funktioniert. Und ich hier nicht laufen kann und gar nichts machen kann. Okay. Naja, müssen wir es halt so machen. Nützt ja nichts. Ätzend, aber nützt nichts. Wenn wir den zumindest schon mal voll machen in dieser Folge. Und dann stoppe ich die Aufnahmesession. Und dann gibt's eine neue und fertig. Ach, guck mal, haben wir 1 Million verdient mit Fleisch und Wurst. Das ist doch okay. Ist jetzt ein bisschen müßig, aber mein Gott. Wieso produziert die nicht? Was fehlt hier? Das ist ja Katastrophe. Ich kriege ja nie weniger Milch. Was auch immer da fehlt. Werden wir gleich sehen. Und in der nächsten Folge für Abhilfe schaffen. Ja, dass die Molkerei nicht produziert, geht gar nicht. Also wirklich, das geht absolut nicht. Eine noch. Eine noch. So. Haben wir? Sehr schön. Man hat Wartepunkt erreicht. Den machen wir eben schnell noch. Und dann, hey, ich sag schon mal, ihr wisst ja Bescheid. Kommentar, Like und Abo. Unterstützt ihr mich, freue ich mich drüber. Und unterstützt mich übrigens auch, wenn ihr mich bei Facebook besuchen kommt oder auf meiner Homepage. Würde mich tierisch freuen.
in diesem Sinne. Also morgen gibt es übrigens eine weitere Folge, selbstverständlich. Schaltet wieder rein. Morgen ist Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, jetzt müssen wir hier mal den anderen Stall mal voll machen. Leer machen, meine ich. Wie gesagt, morgen gibt es wieder eine Folge. Schaltet rein. Besucht mich. Und in diesem Sinn sage ich dann mal ciao.